Herzlich willkommen zu meinem Podcast über den Einfluss der Schumann-Resonanzfrequenz auf unser Bewusstsein. Schlaflose Nächte, Tage der Unruhe, alte Themen, die nochmal emporsteigen, Entscheidungen, die für Veränderungen anstehen, Kopfschmerzen und körperliche Anspannung, um nur einiges zu nennen. Kennst du dieses Unwohlsein, diese Herausforderungen in deinem Alltag und fragst dich, warum bin ich wieder so gefordert? Was ist da los in mir? Hast du dich schon mal mit dem Einfluss der Schumann-Resonanzfrequenz auf dein Bewusstsein beschäftigt? Hier gebe ich dir Wissenswertes weiter, damit du ein inneres Verständnis entwickelst, warum die Energien zurzeit in unserem zwischenmenschlichen Dasein so herausfordernd sind. Die Schumann-Resonanz ist die natürliche elektromagnetische Frequenz der Erde und die Hauptfrequenz beträgt 7,83 Hertz. Sie wirkt wie ein Herzschlag der Erde und sie ist für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Erdatmosphäre unerlässlich und hat spürbare physische, geistige und spirituelle Auswirkungen auf alle Lebensformen auf der Erde. Die wissenschaftlichen Forschungen von dem deutschen Physiker und Elektroingenieur Professor Winfried Otto Schumann ergaben in den 50er Jahren, dass sich in der Atmosphäre Frequenzen in einem Hohlraum zwischen der Erdoberfläche und der Ionensphäre befinden und sich entlang des Umfangs der Erde stehende Wellen bilden, das die Eigenschwingung der Erde zeugt und diese in weiterer Folge als Schumann-Frequenz bezeichnet wurden. Die Schumann-Frequenzen bewegen sich eigentlich synchron, jedoch in jüngster Zeit kommt es immer wieder zu Dissonanzen innerhalb ihrer Bewegungen, Ausschläge in den Ladungen oder Störungen der Wellen, ausgelöst durch Sonnenwinde oder durch Entladungen auf der Erde wie Erdbeben, Vulkanausbrüche oder schwere Stürme. Die Schumann-Frequenz ist für unser Gehirn und unseren Körper lebenswichtig, denn wir sind selbst elektromagnetische Wesen. Ein elektrisches Spannungsungleichgewicht innerhalb der Frequenzen kann zu vielfältigen Problemen führen. Bewusst oder unbewusst bemerkt, denn die Schumann-Resonanz beeinflusst unser Wohlbefinden, unsere Gedanken und Handlungen jeden Tag. Unser zentrales Nervensystem, Sympathikus und Parasympathikus, geraten aus dem Gleichgewicht und beeinflussen dadurch Körper, Geist und Seele. Sensible Menschen reagieren mit Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Unruhen, mit Überforderung, mit körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen und Leistungseinbrüche. Innere Prozesse, unbewusste aufsteigende Themen werden angetriggert, die bearbeitet werden wollen durch Schattenarbeit. Aber auch der Umgang mit äußeren Reizen wie globale Krisen, Informationsüberflutungen dürfen integriert werden. Die Veränderungen der Schumann-Frequenzen fordern uns und es fühlt sich spürbar oft wie eine Achterbahnfahrt an. Wir erhalten dadurch aber auch persönliche Entwicklungsschübe, die uns voranbringen. Jeder Einzelne von uns ist jetzt gefragt, in die Eigenverantwortung zu kommen, denn an diese Frequenzen und Energien dürfen wir uns anpassen. Wichtig ist es ebenso, verständnisvoll und wohlwollend mit unseren Mitmenschen umzugehen, die vielleicht nicht wie gewohnt funktionieren und diese Veränderungen für sie ebenso herausfordernd sind. Ein Tipp von mir, um den großen Herausforderungen im Alltag entgegenzusteuern. Konzentriere dich auf dein Herz. Atme in dein Herz ein und aus. Du baust durch dein Einatmen Energie auf und atmest aus, was dich blockiert und einengt. Gehe in die Natur und verbinde dich gut mit Mutter Erde.
gehe in die Stille und sorge gut für Körper, Geist und Seele. Meine Meditation, Himmel und Erde verbinden, kann dir da sehr dienlich sein. Ich verlinke sie dir unten im Textteil, ebenso meine weiteren Podcasts, die Wichtigkeit einer energetischen Erdung und die Wahrheit deiner inneren Stimme. Wenn du mehr wissen möchtest über aktuelle Messwerte der Schumann-Frequenz und weiterführende Erklärungen, diese verlinke ich ebenso im Textteil. Es freut mich, dass ich dir einen kleinen Einblick über die Schumann-Resonanzfrequenz geben durfte und ich bedanke mich für deine wertvolle Zeit deines Lauschens. Nimm das Leben etwas leichter und sei geduldig und verständnisvoll mit dir und deinem Umfeld. Haushalte gut mit deiner Energie und gehe in deine Eigenverantwortung, denn diese tragen allein nicht nur wir, für uns selbst. Somit wünsche ich dir alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.